What up, meine gruseligen Nachtfüchse? Was gibt es Neues? Was habt ihr gegessen? Was ist Uhrzeit gerade bei euch? Was habt ihr geschlafen? Freunde, heute gucken wir... Ich hatte zu viel Koffein, es tut mir leid. Heute gucken wir uns 10 gruselige Fotobombs an. Fotobomben oder wie auch immer man das nennen mag. Es gibt gar keinen deutschen Begriff dafür, auf jeden Fall, glaube ich mal. Auf jeden Fall sind das so normale Fotos von Leuten, die irgendwie Selfies gemacht haben oder so. Und dann sieht man irgendwie im Hintergrund oder sonst wo irgendwas Gruseliges oder irgendwas, was halt nicht erwartet war. Also es war nicht geplant und das ist halt dieser Begriff. Okay, wir fangen direkt an. Ich habe 10 Bilder geschickt bekommen. Ich habe keinen Plan, was das für Bilder sind. Ich gucke da jetzt zum ersten Mal rein, damit einfach die Reaktion so real wie möglich ist. Ich habe jetzt diese Liste hier, also diese 10 Bilder und wir fangen direkt an. Nein, bevor wir anfangen, Freunde, solche Sachen muss man mit Decke machen. Solche Sachen müssen wir mit Decke machen. Freunde, ich habe sie wieder am Start. Ich habe sie am Start. Ihr wolltet Decke, ihr bekommt Decke. Ich sehe jetzt aus wie ein Teppichverkäufer. Wie sehen Teppichverkäufer eigentlich aus? Kann man sagen Teppichverkäufer? Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ich mache hier so ein bisschen mit Zoom. Okay. Okay, also die sind halt hier irgendwie wahrscheinlich am Tanzen oder was auch immer. Und dann sieht man hier diesen Typ. Ja, okay, das ist jetzt nicht so gruselig. Das ist eher so ein bisschen, okay, überrascht, verstörend. Aber es ist jetzt nicht so geisterhaftes oder gruseliges. Auf jeden Fall dieser Typ, der hat eigentlich eine Tanzpartnerin. Warum guckt er eigentlich hier rein? Der hat eigentlich jemanden. Aber wahrscheinlich will er die haben. Und deswegen denkt er sich, oh, Michael, wenn du heute Nacht schlafen gehst, dann mache ich mich an deine Ische ran. Nein, auf jeden Fall, Michael, dem geht's gut. Auf jeden Fall, das ist jetzt einfach wahrscheinlich ein Spaß gewesen oder so. Wahrscheinlich sind die irgendwie zusammen auf einer Party oder so. Was sind das für Namensschilder? Was ist das eigentlich für so ein Schild hier, wo nichts draufsteht? Das ist ein Schild, oder? Ich dachte im ersten Moment hier bei ihm, das wäre so diese Serviette, was man sich so irgendwie reintut. Aber das sind Schilder. Also nichts Besonderes. Außer ihr denkt, da ist noch irgendwas Besonderes. Wir gehen jetzt einfach zum nächsten Bild. Genau das, genau sowas habe ich gemeint. Genau sowas, wo man hier so ein bisschen was, einfach so eine gruselige Gestalt sieht, wo man nicht erklären kann, was das jetzt ist. Genau sowas habe ich erhofft, dass auch in der Liste mit drin ist. Auf jeden Fall, die erinnert mich an so eine Sandra, die ich kenne. Die sieht genauso aus wie so eine Sandra. Frag nicht. Auf jeden Fall. Kann natürlich, also es kann wirklich alles erstmal Photoshop sein. Alles kann man Photoshoppen von diesen ganzen Sachen. Aber was hier so ein bisschen komisch ist, es kann halt sein, dass hier so eine Nebelmaschine ist, weil das scheint hier so ein Partyraum zu sein. Und dann durch den Nebel ist halt so ein Effekt entstanden. Aber das sieht schon creepy aus. Guck mal, hier die Nase, hier diese. Der sieht ein bisschen so aus. So, oh, so total so, als wäre er am Sterben. Als wäre er beim Sterben gestorben, wisst ihr? Hier sind so Karo-Wände vielleicht. Aber guck mal, hier hinten sieht man so auch Augen. Oder hier ist zumindest ein Auge. Seht ihr das? Seht ihr, was ich meine? Hier ist so ein Auge gefühlt, ein Auge. Okay, ja. Schon ein bisschen verstörend, aber ist auch nicht. Holy moly, shit a little. Bittle. Ich hatte Koffein, tut mir leid. Aber Sandra, das war's. Also ich finde, das Sandra-Bild ist jetzt nicht so schlimm. Aber das ist schon gruselig, Mann. Diese Fresse hier zu sehen, ist schon ein bisschen creepy, Mann. Das nächste Bild. Okay. Wenn dieses Ding hier nicht schon da gewesen wäre, der Kollege, der das wahrscheinlich für mich gemacht hat, das hättest du nicht machen müssen, weil das hätte viel mehr Spaß gemacht, wenn wir nach diesen Geistern gesucht hätten. Also hättest du das nicht so markieren müssen. Das ist schon richtig creepy. Aber kann es sein, dass diese Gestalt so eine New York Yankee Cappy hat? Sieht aus wie so eine Cappy, so schräg, wisst ihr, was ich meine? Aber ich überlege gerade, vielleicht ist da wirklich jemand drin und hat so aus dem Fenster geguckt, aber... Aber der ist so transparent, weil guck mal, man kann hier dieses Dings, so ein Stock oder halt dieses Metallding vom Fenster oder von irgendwas auch anderem immer da drin ist, das kann man so sehen. Aber das ist schon echt, das ist echt ein gruseliges Bild. Das finde ich gruselig. Vielleicht ist da jemand gestorben in dem Haus und der guckt halt da gerade raus. Auf jeden Fall, die sieht auch aus wie so eine Sandra, die ich kenne. Ich kenne gar keine Sandras. Warum laber ich so eine Scheiße eigentlich heute? Heute ist wieder so ein langer Tag, Leute. Ja, weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Ich kann es nicht kommentieren. Weil ich überlege gerade, ob das vielleicht hier so ein kleines, so eine Spiegelung ist, dass sozusagen die Person hier irgendwo abchillt und dann so eine Spiegelung entsteht. Weil guck mal, das ist eine Cappy hier. Ich weiß nicht, so Geist mit Cappy. Was ich mich schon mal gefragt habe, wenn so Geister existieren, man kennt ja so Geisterbilder und alles, aber haben dann diese Geister so Klamotten an und die sind ja nicht nackt? Und dann stelle ich mir halt gerade so vor, wenn eben so ein Geist, der ist ja nie nackt auf so Bildern oder sonst was, und dann stelle ich mir die Frage, wenn der so eine Cappy, hat er denn auch eine Cappy auf? Also Geist mit Cappy kennt man nicht. Immer mit so unscheinbaren Klamotten. Aber man erkennt Geister jetzt nicht so mit so Markenklamotten, so Nike oder so, wisst ihr? Ach, was sind das für Fragen? Junge, ich versuche das, ich muss das Video auf 8 Minuten strecken, also von daher, wir haben noch Zeit. Okay, gehen wir zum nächsten Bild einfach. Wow, habt ihr es erkannt? Oh, das ist,
Das scheint so ein Hochzeitsfoto. Ich wette, das ist ihr Kind oder so, ihr Baby. Aber so, Alter, was ist das für ein Fehler? Was ist denn das für ein Fehler? Kennt ihr diesen Film Wrong Turn? Der sieht aus wie so einer der Viecher von Wrong Turn. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber so ein Horrorfilm. Richtig gruselige Gestalten. Aber das erinnert mich ein bisschen an thispersondoesnotexist.com. Ich habe euch die Website mal gezeigt. Und da sind die Website, die generiert so Bilder von Menschen, die nicht existieren. Die würfeln sich so Gesichter aus mehreren Leuten zusammen. Und es erinnert mich ein bisschen an an diese Fehler von dieser... manchmal ist da so ein Fehler auf der Seite. Seht ihr? Hier rechts? Das sind so Fehler. Und an das erinnert mich das ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal. Das ist ja so gruselig, Mann. Okay, gehen wir zum nächsten Bild. Das kenne ich. Das Bild kenne ich und das ist so creepy. Guck mal, die guckt ja in die Kamera rein und hier ist eindeutig ein Spiegel. Und aber irgendwie, oh Gott, das ist so, das ist ein Albtraumbild. Das ist dieses typische X-Factor-Feeling. Okay, nächstes Bild. Also ich weiß nicht, das ist schon so ein bekanntes Bild, das benutzen voll viele Thumbnail, vielleicht mache ich das auch. Aber das ist schon so ein Klassiker, so ein Klassiker. Nächstes Bild. Das ist nicht gruselig, das ist wahrscheinlich sein Kumpel, der... Das war... Wisst ihr, warum ich so lache? Weil ich stelle mir halt gerade vor, wie der Typ, der will so einen auf gruseligen Geist machen für seinen Kumpel und er stellt sich so neutral hinter ihm. Wie kann man über sowas lachen? Ich verstehe es selber nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? So, der will so einen auf creepy, so sein Kumpel so... Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist dieses Bild lustig. Irgendwas. Dieser Typ, Alter, einfach wieder. Ich weiß nicht, warum ich das... Bitte könnt ihr mir einen Gefallen tun. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr das auch aus irgendeinem Grund lustig findet. Ich will nicht der Einzige sein. Weil irgendwas Lustiges... Dieses Neutrale, er steht da so einfach da. Weil ich stelle mir halt gerade vor, wie er das gemacht hat. Leute, ich krieg's nicht hin, ich habe Tränen in den Augen, ich krieg diese Videos einfach nicht gruselig, was soll ich machen? Das ist einfach lustig. Okay, nächstes Bild, scheiß drauf. Ja, also, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist halt wahrscheinlich ihre Schwester und dann macht die einen auf gruselig oder eher ihr Bruder oder eine Mischung aus ihrer Schwester und Bruder, weil das ist ein bisschen, sieht nicht aus wie The Girl Next Door, wenn ihr versteht. Ein bisschen aus wie so ein creepy Figur aus Herr der Ringe, also nicht Gollum, doch ein bisschen Gollum. Egal, nächstes Bild. Okay. Das sieht aus, als würde die da auf ihn drauf sitzen, so irgendwie. Oder als wäre er so vergraben in einem Sofa, so rette mich. Aber das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Weil wenn er da liegen würde, dann würden ja alle irgendwie so drauf sitzen. Es würde irgendwie... Ich glaube nicht, dass da jemand abchillt da drin. Aber der hat auch so ein rotes Gesicht ein bisschen, so als wäre er so echt so am Drücken. So. Aber nee... Das ist doch... Ich verstehe das Bild einfach nicht. Das ist eine Decke. Schaut mal, das ist eine Decke, die da drüber liegt. Das macht gar keinen Sinn. Macht das Bild... What the f... Das Bild verstehe ich gar nicht. Sind es diese siamesischen Zwillinge ein bisschen? Oder sind es zwei Leute? What the fuck? Das Bild verstehe ich gar nicht. Weil guck mal, allein hier diese Schulter von ihm, die endet hier so komisch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist komplett random, das Bild. Was gibt's hier noch? Vielleicht kann man hier irgendwas erkennen an seiner Spiegelung hier. Naja, Selfie. Aber es ist schon ein bisschen... Ah, das ist creepy, Mann. Ja. Eins ist da noch. Das ist ein Bild von mir! Das Bild von mir reingepackt! Warte. Das bin ich als Kind! What the fuck? Ich sehe das jetzt. Das ist nicht echt, oder? Was ist das? Seht ihr das? Okay, das verstört mich gerade ein bisschen. Wisst ihr, was mich auch verstört? Wieso hatte damals jeder so einen Tisch? Ja, ich weiß nicht, Leute, ob das echt ist oder vielleicht war da wirklich etwas. Ich weiß es nicht. Ich muss dem nachgehen, Leute. Ich muss ein paar Telefonate führen. Das ist echt gruselig. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Haltet eure Fuchsohren steif. Mua.